Herzlich willkommen zum letzten Community Call des Forum Bildung Digitalisierung im Jahr 2023. Heute befassen wir uns mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht, wenn man so will, eigentlich das Thema des Jahres. Mein Name ist Ralf Müller-Eiset. Ich bin seit einigen Wochen Vorstand des Forums und freue mich sehr, heute zum ersten Mal durch diese Runde, durch dieses Format führen zu dürfen. Ein paar Dinge organisatorisch vorab. Wir sind in diesen Community Calls traditionell per Du, also fühlt euch alle frei, auch entsprechend im Chat euch einzubringen. Das Gleiche gilt dann auch für uns hier in der Runde. Auch wir werden uns gegenseitig duzen. Wir werden diesen Call hier auch aufzeichnen, denn das Interesse war groß bei der Anmeldung und gleichzeitig schafft es doch immer die eine oder der andere dann doch nicht direkt live teilzunehmen, sodass wir also auch das Angebot hier dann anschließend noch online stellen können. Also insofern alle Fragen, die ihr dann eben auch entsprechend im Chat stellt, würden auch einer solchen eine Aufzeichnung dann sichtbar sein, dass das alle auch wissen. Wir haben die Teilnehmerinnen auch alle eben entsprechend stumm gestellt. Wir werden dann eben hier auf dem Panel diskutieren. Es besteht aber ganz klar, und auch unser Wunsch, dass Fragen im Chat kommen, Anregungen im Chat kommen, und wir werden versuchen, eben diese Gedanken auch hier in unsere Diskussion heute mit einfließen zu lassen an jeweils passender Stelle und hoffen, dass wir das gut hinbekommen. Wir werden diesen Community-Call heute auch als Kooperationsveranstaltung sozusagen machen, und zwar mit dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Der ein oder andere, die ein oder die andere mag diesen Verbund schon kennen, den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für die digitale Transformation von Schule und Lehrkräftebildung organisiert. Ein großes Projekt, an dem wiederum 200 länderübergreifende, also bundeslandübergreifende Forschungs- und Entwicklungsprojekte teilnehmen, organisiert in 4 Kompetenzzentren: MINT, Sprachen, Gesellschaft, Wirtschaft, Musik, Kunst, Sport und Schulentwicklung. Und es gibt auch eine Transferstelle, und diese Transferstelle, der unter anderem eben das Forum Bildung Digitalisierung auch angehört, hat die Aufgabe, eben die Forschungserkenntnisse im Sinne einer guten Wissenschaftskommunikation aufzubereiten, für die Schulpraxis sichtbar zu machen und auch eben den bundesweiten Transfer in die Lehrkräftebildung zu unterstützen. Und mit dieser Organisation machen wir das heute zusammen mit diesem Projekt, und Andreas Lachner ist da auch involviert. Da werden wir sicherlich auch gleich drauf kommen. Bevor ich euch die Gäste im Einzelnen vorstelle, wollen wir aber auch wissen, mit wem wir es heute hier im Call zu tun haben, wer alles dabei ist. Ich sehe gerade, genau 100 Teilnehmende haben wir jetzt aktuell, und da interessiert uns natürlich auch, wer von euch heute zum ersten Mal an dieser Veranstaltung teilnimmt. Also wer zum ersten Mal beim Community Call dabei ist, der darf jetzt hier das A entsprechend anklicken. Und wer schon früher mal bei einem Community Call des Forums dabei war, der das B. Und wir warten vielleicht noch einen kleinen Moment, dann kriegen wir, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, wobei sich das ziemlich klar jetzt hier schon einpendelt. Also ganz viele neu dabei, so 2/3, und ziemlich genau 1/3 waren schon bei früheren Veranstaltungen dabei. Das ist schon mal ganz spannend. Und wir müssen jetzt hier noch das Ergebnis präsentieren. Haben wir das gesehen, alle? Habt ihr es gesehen? Ja, also das kann ich euch auf jeden Fall als Ergebnis mitgeben. 2/3 heute zum ersten Mal neu dabei. Und die zweite Frage, die wir jetzt euch noch zeigen wollen, die interessiert uns nochmal ganz besonders, nämlich wo kommt ihr her? Also seid ihr Lehrkräfte, seid ihr aus Schulleitungen, seid ihr in der Schule als Medienpädagogin gegebenenfalls tätig, Schüler, Schülerinnen, Schulträger, Fachkräftequalifizierung, Bildungsverwaltung, aus der Zivilgesellschaft, aus der Hochschule und Wissenschaft, also forschend, vielleicht sogar Politik. Und wenn all das, obwohl es schon so viele Optionen sind, nicht auf euch zutrifft, dann lasst uns gerne im Chat wissen, wer ihr sonst seid, wo ihr herkommt. Und da warte ich auch noch einen kleinen Moment ab, bevor ich euch dann die Ergebnisse präsentiere. Auf jeden Fall danke fürs eifrige Mitmachen.
Und jetzt müssten das auch alle sehen können. Also wir sehen, dass die Hochschule und die Forschung und die Wissenschaft heute klar dominiert. Wir haben aber auch einige Lehrkräfte hier dabei. Wir haben eine Reihe von Menschen aus der Bildungsverwaltung und auch aus der Fachkräftequalifizierung da, um jetzt mal sozusagen die führenden Bereiche zu nennen. Und eigentlich ist es ganz schön, weil eben ja genau auch dieser Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis die Aufgabe und die Mission, die der Kompetenzverbund Lernen Digital verfolgt, darstellt. So, dann wissen wir jetzt schon mal, wer hier alles am Start ist heute. Und dann möchte ich euch gerne vorstellen, wer am Start ist hier auf dem Panel, wer heute mit mir diskutiert. Wir haben zum einen hier dabei Tim, genannt offensichtlich Till Fütterer. Till ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hector-Institut für empirische Bildungswissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Und seine Forschung bezieht sich ganz besonders auf die Professionalisierung von Lehrkräften. Und wenn ich das richtig verstanden habe, so an der Schnittstelle zwischen Lehrerfortbildung, Unterrichtsqualität, Digitalisierung und Digitalität. Und ganz spannend für die Diskussion heute ist, dass du an einem Projekt namens eAdapt teilnimmst. Da wirst du bestimmt auch ein bisschen was drüber erzählen, was die Umsetzung von adaptivem Unterricht in Deutschland und Europa untersucht. Also schön, dass du dabei bist, Till. Herzlich willkommen. Wir haben außerdem dabei Nele Hirsch. Nele Hirsch ist Bildungswissenschaftlerin und Pädagogin hat ein, musst du sagen, E- oder I-Bildungslabor gegründet, in dem ganz viele tolle Materialien zur Verfügung stehen, die im Rahmen deiner Beratungstätigkeit für unterschiedliche Organisationen, für Schulpraxis, für Zivilgesellschaft, auch für Wissenschaft entstehen und die du auch in einem Geschäftsmodell des Teilens, so hast du es, glaube ich, gesagt, ganz grundsätzlich allen zur Verfügung stellst, die damit dann weiterarbeiten können. Also ganz, ganz spannend. Und du hast auch, und das ist für unseren Kontext jetzt hier sozusagen die ganz besondere Schatz, Erkundungsmaterial zur Nutzung von KI-Technologie bei der Gestaltung von Lernangeboten entwickelt und auf dieser Plattform veröffentlicht. Also wir freuen uns darüber, von dir zu hören und sagen herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und die Runde wird komplettiert von Andreas Lachner. Er ist Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Lehren und Lernen mit digitalen Medien, auch an der Eberhard-Karls-Universität. Ihr arbeitet auch, glaube ich, in gewissen Kontexten zusammen, Till und du. Und beleitest unter anderem das Projekt Digitalisierung in der Lehrerbildung, TÜDILB, in der typischen Abkürzung Welt der Wissenschaft und befasst dich sehr intensiv auch mit nationalen Lernprozessen bei der Nutzung von digitalen Medien und auch bei der Integration von digitalen Medien in spezifische Unterrichtsszenarien einzelner Fächer. Auch du hast ganz konkrete Bezüge zum adaptiven Lernen. Ein Projekt namens DIANET, digitale Medien im adaptiven Unterricht, ist eines, in dem du intensiv mitarbeitest und leitest auch im Kompetenzverbund Bildung Digital, den ich vorhin schon vorgestellt habe, einen Verbund namens MINT-ProNet, der sich mit professionellen Netzwerken zur Förderung adaptiver, prozessbezogener, digital gestützter Innovationen in der MINT-Lehrkräftebildung beschäftigt. Also herzlichen Dank, dass du dabei bist und schön, dass wir gemeinsam diskutieren können. Ja, wenn wir über KI im Unterricht, wenn wir über adaptives Lehren und Lernen sprechen, dann ist das erstmal ein ganz schön fetter Brocken, mit dem man sich da auseinandersetzt. Fast schon so ein Schlagwort, unter dem ganz viele Menschen auch ganz verschiedene und viele Dinge verstehen. Ich glaube, wir wollen heute jetzt nicht in eine große Definitionsdebatte reingehen, aber um es zumindest mal so ein bisschen grob einzuordnen, gibt es einfach auch ganz verschiedene Ebenen. Ja? Also man kann
solche Tools einsetzen, um die Schulorganisation zu verbessern. Also da reden wir dann über Raum- und Personalplanung. Das wird heute, glaube ich, nicht so unser Thema sein. Wir wollen uns ein bisschen stärker um Unterricht und Lehren und Lernen kümmern. Und das sind dann so die im Kern zwei andere Ebenen. Und da reden wir jetzt nur über den Einsatz von KI-Tools und noch nicht mal über die Reflexion darüber und über das Thema als Lerngegenstand, was auch gleich eine Rolle spielen wird. Also für die Unterrichtsgestaltung sozusagen die Meso-Ebene, das sind dann so Aspekte wie individuelle Förderung oder auch Gestaltung von Prüfungen gegebenenfalls, die da eine Rolle spielen. Und dann wirklich die Mikroebene des Lernens und Lehrens, so also auf einer adaptiven Ebene, beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie Matheaufgaben mit bestimmten Tools lerne oder sie eben auch Schülern zum Lehren zur Verfügung stelle. So, das sind so die Ebenen. Und wir werden uns eben heute vor allem mit der Meso- und der Mikroebene befassen, also da, wo solche Tools im Unterricht eingesetzt werden oder ganz spezifisch auch zum Lehren und zum Lernen. Das Thema hat, ich habe es anfangs gesagt, eine ganz große Konjunktur. Und ich würde vielleicht einfach mal an euch alle die Einstiegsfrage stellen. Was hat sich eigentlich im letzten Jahr verändert, wenn wir über das Thema adaptiven Unterricht sprechen? Seit vor ziemlich genau einem Jahr jetzt, ich muss das Stichwort einmal fallen lassen, ChatGPT in die Welt kam. Wie hat sich die Diskussion aus eurer Sicht verändert? Was ist neu seit einem Jahr? Vielleicht Nele, magst du mal so den Blick mit dem Blick aus der Praxis starten? Ja, also was ich schon wahrnehme, was auf jeden Fall neu ist, ist, das war schon so ein bisschen diese Initialzündung. Du hast ja auch gesagt, KI ist ja ein schwammiger Begriff, gab KI natürlich auch schon vorher, aber diese Initialzündung war, glaube ich, schon als Ende letzten Jahres ChatGPT der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Und das zuerst mal, glaube ich, vor allen Dingen an vielen Schulen ein bisschen eingeschlagen hat in dem Sinne, ups, was ist denn das jetzt? Das ist ein Tool, was sehr stark dazu führt, dass wir hinterfragen müssen, wie gestalten wir eigentlich unsere Bildung? Weil es eben so war, wenn ich ganz klassisch und traditionell noch so einen instruktionsorientierten Unterricht dann tatsächlich mache und Hausaufgaben hatte, Prüfungen auch in der Form gestaltet habe und plötzlich sehe, da gibt es ein Tool und da kann man diese Sachen einfach eingeben und dann kriegt man da nicht mal so eine schlechte Antwort raus. Und wenn Schülerinnen und Schüler so ein bisschen schlau sind, dann kriegen sie das auch hin, nicht einfach zu sagen, schreib mir meine Erörterung, sondern schreib mir meine Erörterung in dem Stil von einem Achtklässler und mache auch ein paar Rechtschreibfehler rein. So, dann führte das also dazu, dass ganz viel nachgedacht und reflektiert werden muss. Und das finde ich erstmal was sehr Positives. Also da ist, glaube ich, aus meiner Sicht nochmal eine ganz große Bewegung an die Schulen gekommen. An einzelnen Stellen gab es natürlich auch diesen Reflex Stopp, verbieten und ausschließen. Aber ich habe schon eher wahrgenommen, dass ein großes Interesse da war, über KI mindestens als ein Werkzeug zu diskutieren, oft auch eine Offenheit da war, den Lerngegenstand mit reinzunehmen. Was mir so ein bisschen fehlt und was ich mir viel mehr wünschen würde, ist eben, dass wir uns auch die Lernkultur angucken. Das ist, glaube ich, ganz groß die Lücke, weil wir aus meiner Sicht doch eher sowas machen, dass wir eben Lernen mit KI machen, aber uns nicht überlegen, wie gestalten wir denn eigentlich oder wie sollten wir Lernen gestalten in einer zunehmend von KI geprägten Welt? Das wären, glaube ich, noch mal ganz andere Diskussionen, die aus meiner Sicht so in der aktuellen Debatte noch ein bisschen fehlen. Mhm. Till, wie ist dein Blick drauf? Was hat sich verändert seit Dezember 2022? Ich würde sagen, also aus meiner Wahrnehmung, da würde ich anknüpfen eigentlich an das, was Nele gesagt hat, diese Awareness von eigentlich KI generell für Bildungskontexte in der breiten Bevölkerung einfach. Also dass das irgendwie wahrgenommen wird, dass das ein Thema ist, dass das in Bildungskontexte eindringt. Also anekdotisch, wenn ich das in meinen Vorlesungen jedes Semester frage, welche Rolle spielt KI, dann war das... Tatsächlich habe ich das kurz vor der Veröffentlichung von ChatGPT auch gefragt und alle sagen, das ist Zukunft, das ist utopisch, was soll es da schon geben? Und ich frage das, habe das deshalb immer gefragt, weil wir dazu schon seit längerer Zeit Forschung machen zu unterschiedlichen KI-Systemen und das hat sich seit zum Beispiel ChatGPT enorm verändert. Wir haben das tatsächlich auch zum Beispiel im Twitter-Kontext angeguckt, weltweit, wie waren die Reaktionen auf die Veröffentlichung von ChatGPT? Und die sind halt massiv, wenn man so Benchmarks einzieht, so Black Lives Matter oder US-Wahlen, dann hat es das alles übertroffen. Das zeigt so ein bisschen, wie krass eigentlich dieser ganze Impuls war, glaube ich, und was da angestoßen wurde.
Was man aber auch sieht, ist, dass, glaube ich, das Thema Adaptivität oder diese Potenziale im Detail vielleicht dann in der Diskussion dann manchmal dann doch herunterfallen. Also wenn es dann am Anfang viel um Cheaten geht, kann ich damit Prüfungen irgendwie schummeln oder sowas. Wenn sowas im Vordergrund steht, da glaube ich, ist es gut, wenn wir über andere Themen dann sprechen, wie eine sinnvolle Nutzung aussehen kann zum Beispiel. Andreas, wie sieht es so forschungstechnisch aus? Wie hat sich die wissenschaftliche die Befassung mit dem Thema im letzten Jahr verändert? Ja, da kann ich auch nur anekdotisch eigentlich wahrscheinlich irgendwie berichten, aber also es war ähnlich wie in der Öffentlichkeit. Also sagen wir so, ich glaube, es gibt unterschiedliche Lager. Es gibt welche, die antizipieren KI und nutzen das als Möglichkeit, vielleicht neue Forschungsprozesse zu nutzen. Andere sperren sich eher kulturpessimistisch dahinter. Aber also man sieht schon, also es gibt sehr, sehr viele ChatGPT-Artikel in einschlägigen, hochkarätigen Journals. Wo allerdings ehrlich gesagt die Qualität, ich ehrlich gesagt sagen muss, wow, dass sowas publiziert werden konnte. Das wäre ohne ChatGPT im Titel gar nicht möglich gewesen. Und auch in welcher Kürze das teilweise dann publiziert ist. Das ist schon ein Hype, der schlägt stärker ein als alle anderen. Aber manchmal, also wenn ich da also an ein SAMR-Modell oder sowas denke, ist es dann oft so, man hat irgendwie KI und dann, das ist so technologiegetrieben. Also man überdenkt nicht Lehr-Lernprozesse. Also ehrlich gesagt fällt Adaptivität da großenteils völlig runter. Zu Beginn auch in den Debatten, da ist, oh, was kann ich jetzt mit AI und Human-Centered AI etc. Aber das Lernen und Lernen und auch die Kinder, was interessiert eigentlich, wie wollen eigentlich die Kinder beispielsweise, wollen die mit KI lernen? Wir hatten heute beispielsweise in Tübingen Tag Digital Education Day und da haben wir Tomo Nagashima aus Saarbrücken eingeladen. Der hat eine qualitative Erhebung gemacht. Im Endeffekt kam raus, ja, die Kids am Gymnasium, die haben gar nicht unbedingt so Bock, durch KI differenzierte Aufgaben zu bekommen. Also wir müssen auch beispielsweise einfach überlegen, wie kann man da unterschiedliche Lernszenarien, Unterricht so gestalten, dass der sowohl, also von Schülerinnen und Schülern durch Lehrkräfte, aber auch halt eben durch das ganze Schulsystem überhaupt akzeptiert wird, damit man überhaupt hier guten Unterricht, glaube ich, machen kann. Und gut ist ja eh ein weites Feld. Haben wir ja auch bei den PISA-Ergebnissen gesehen, dass wir da auf jeden Fall was tun müssen. Ja, da kommen wir bestimmt auch gleich drauf, inwieweit der Zusammenhang da auch mit Blick auf Chancengerechtigkeit und Leistungsstärke zu heben ist und was auch die Herausforderungen da sind. Also erstmal danke für eure so ersten spontanen Impulse und ich höre eben auch sehr stark raus, ja, also das Thema hat wahnsinnig Konjunktur gewonnen, aber eben häufig auch auf so einer begrifflichen Buzzword-Ebene. Und so die tieferen Veränderungen, gerade mit Blick auf Lehr-Lernprozesse und das Lernen in der KI-geprägten Welt, ist dann gar nicht so häufig jetzt wirklich in der Tiefe diskutiert. Und dann lasst uns doch einfach das uns zur Aufgabe machen, heute da etwas tiefer einzusteigen. Und ich würde gerne die Diskussion so ein bisschen in drei Blöcke teilen. Gerade weil wir auch immer gerne, jetzt kam gerade PISA raus, so internationale Vergleiche ziehen und dann gerne auch die Situation in Deutschland so als rückständig auch dargestellt sehen, würde ich gerne anfangen, so ein bisschen so einen kleinen internationalen Eindruck zu sammeln. Wie stehen wir da eigentlich auch im Moment da? Lasst uns dann gerne wirklich über Wunsch und Wirklichkeit in Deutschland intensiv debattieren. Und wenn es uns gelingt und wir Zeit haben, auch nochmal insbesondere die Rolle von Lehrkräften dann in den Fokus der Diskussion nehmen. Und wenn wir jetzt über die internationale Perspektive uns unterhalten, dann kannst du, Till, vielleicht uns so ein bisschen Einblicke aus deiner Forschung geben und uns so sagen, ja, wie sieht denn jetzt die Umsetzung von adaptiven Lernen im internationalen Vergleich aus? Wo stehen wir da? Gibt es vielleicht auch gewisse Stärken oder sind wir tatsächlich so weit zurück, wie man es das eine oder andere Mal auch liest? Genau, ich würde mal einmal nur korrigierend eingreifen, das eAdapt-Projekt ist kein Forschungsprojekt tatsächlich. Also für alle, die das interessiert, können auch gerne mal auf die Homepage gucken bei eAdapt.
Also es ist iadep.net. Es ist im Grunde ein Vernetzungsprojekt, ein Verbundprojekt von unserer Universität, aber auch der Universität Heidelberg und Potsdam, mit gerade der Idee gestartet, sich international auszutauschen im europäischen Raum über Adaptivität, adaptiven Unterricht zu gucken, Einblick zu kriegen in die unterschiedlichen Länder, was tun die eigentlich. Vielleicht auch ein bisschen aus einer deutschen Perspektive, was können wir lernen, aber auch eigentlich das gegenseitige Lernen. Das ist so die Grundidee dieses Vernetzungsprojektes. Und eine Maßnahme in diesem Verbundprojekt ist es, dass eben gegenseitige Länderbesuche stattfinden. Das heißt, ein Team aus Deutschland hat verschiedene Länder besucht, darunter war Schweiz, Finnland, Estland, Niederlande, UK zum Beispiel. Und ich weiß nicht, was man da jetzt rauspicken könnte, aber eins, also was wir zum Beispiel gemacht haben mit den Teams, dass die in Schulen gefahren sind, sich Unterricht angeguckt haben, mit verantwortlichen Akteuren im Bildungswesen gesprochen haben und dass also auch alles videodokumentiert wurde. Das heißt, man kann sich das im Nachhinein noch alles schön angucken. Und vielleicht so zwei Eindrücke. Das eine ist, glaube ich, dass sowas wie Adaptivität in anderen Ländern, jetzt zum Beispiel mal Finnland rausgepickt oder auch Niederlande, einfach so eine Art ein bisschen Selbstverständlichkeit auch war. Also die haben, wenn ich die Videos nochmal angeguckt habe, dass Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrkräfte Begriffe wie Scaffolding oder so ganz selbstverständlich benutzt haben, als Selbstverständnis oder auch Schülerinnen und Schüler oder Lernende sich selber auch eine Rolle gesehen haben, sich auch wenn sie Hilfe brauchen, die selbstverständlich einzuholen und auch Lehrer und Lehrer sich in dieser Rolle gesehen haben, auch individuelle Stärken, Schwächen zu sehen, darauf einzugehen. Also das war mehr eine Selbstverständlichkeit und die Technologie, glaube ich, war da mehr das Unterstützende und stand auch gar nicht so im Fokus unbedingt, sondern da waren eher die Rahmenbedingungen, glaube ich, so gesetzt, dass es von unterschiedlichen Akteuren, dass Systeme da sind, die genutzt werden können und wo nicht jede Lehrkraft dann einzeln sich ein System raussuchen muss, was ist, kann ich jetzt nutzen, datenschutzkonform, sondern dass sowas geregelt wurde. Einen anderen spannenden Punkt fand ich, dass als wir ein Vernetzungstreffen hatten und so ein Vortrag auch aus Finnland gezeigt wurde und die ein bisschen berichtet haben, wie ihre Story so über die letzten Jahre war. Und es reicht wirklich lange zurück, also mehrere Jahrzehnte mittlerweile, wo sie angefangen haben, das ganze System ein bisschen zu überdenken und wie sie das eigentlich in die Breite gekriegt haben, weil da so eine Frage entstand, wie kann man das eigentlich hochskalieren, wenn man gute Ideen hat? Finde ich auch eine super zentrale Frage. Und ein Ansatzpunkt war zum Beispiel, dass die sich am Anfang wirklich Zeit genommen haben, um zu gucken, wie sieht Schule also konkret eigentlich aus? Also wie sieht die Schulpraxis aus und was sind Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern zum Beispiel? Und wo muss man ansetzen, wenn es eine Akzeptanz geben soll auf Seiten der, die das auch einsetzen sollen? Und haben sich da wirklich das genau angeguckt und haben zum Beispiel Systeme entwickelt, sodass so eine Wertwahrnehmung von solchen Systemen auch geschaffen wurde und unterschiedliche Akteure vernetzt wurden und eingeholt wurden, dass alle mitgegangen sind und mittlerweile, dass die so weit sind, dass die Systeme, sagen wir auch Lernmanagementsysteme einheitlich in die Breite tragen können und wiederum Daten für Learning Analytics auch nehmen können, Lernstandserhebungen machen können und da auch besser Einblick kriegen. Also so eine Art Win-Win-Situation reinkommen. Aber diesen Prozess zu starten, das wäre, glaube ich, ein enormer Aufwand aber auch sehr systematisch, glaube ich, aber hat lange gebraucht auch. Und da finde ich, kann man, glaube ich, bestimmt einiges lernen, aber wir sind auch noch nicht am Ende, sondern das Projekt läuft ja auch noch. Andreas, was ist dein Blick auf die internationale Perspektive, gerade vielleicht auch mit Blick auf die Lehrkräftebildung? Gibt es schon Beispiele, wo wirklich dieses der Aspekt des Adaptiven auch in der Lehrkräftebildung eine Rolle spielt? Wo können wir uns da gegebenenfalls was abschauen? Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser heute, deshalb, ja. Wir können dich. Ich habe mich noch gefragt, was wir manchmal ein bisschen durcheinander werfen, gerade wenn wir an diese Tools denken, ist, glaube ich, so eine Art, was ist individualisierter Unterricht versus adaptiver Unterricht? Weil wenn ich es auf Tools fokussiere, also was du jetzt beispielsweise, Till, gesagt hast, würde ich jetzt beispielsweise eher als individualisierten Unterricht wahrscheinlich sehen. Man arbeitet individuell vielleicht an Aufgaben, das wird in ein Learning-System dann reingebracht. Und bei adaptivem Unterricht, wenn man es jetzt klassisch mal schulpädagogisch vielleicht sieht, würde ich sogar auch breiter sehen, dass es eigentlich das intelligente Arrangement von gemeinsamen Phasen, die vielleicht homogenisieren, versus
individuelleren oder vielleicht auch kooperativen Phasen, die vielleicht dann wieder eher die Heterogenität, was auch immer Heterogenität sein mag, adressieren. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal gucken, was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Es gibt halt irgendwie, also wir beispielsweise, Ralf, du hast es angesprochen, wir haben dieses eine Projekt, Dianett, da machen wir jetzt das, was eigentlich jetzt schon da ist, wir nennen es immer die Bauhauslösung oder Hornbachlösung, das, was Lehrkräfte in einer eigentlich relativ gut ausgestatteten Schule vorfinden können. Also so Lernmanagementsysteme, vielleicht Self-Assessment-Tools. Wie kriegt man das hin, dass Schüler oder dass Lehrkräfte gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern da Unterrichtsarrangements realisieren, um noch stärker sozusagen individuelle Bedarfe sozusagen zu adressieren? Und dann gibt's die High-End-Lösung, die sehr, sehr teuer ist, weil ChatGPT wird jetzt erstmal auch nicht die Lösung sein, weil die ja, also es halluziniert noch, das kriegt man im Griff, aber es ist ja erstmal auf dem Level vielleicht von so Mikroadaptivität, dass man einmal Feedback bekommt, aber dass ich, gut, ich kann es für Generieren von Aufgaben auch lösen, dass ich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade beispielsweise dann vielleicht schneller basteln kann, aber da ist noch sehr, sehr viel auch händische Arbeit dann wahrscheinlich da insgesamt wichtig. Und in der Lehrkräftebildung, um jetzt quasi die Brücke noch zu schlagen, mein Eindruck ist, dass also Adaptivität fällt oft hinten runter. Also wenn ich KI, also die beiden Buzzwords KI und Adaptivität nehme, gibt es total tolle Ideen, wie ich KI einsetzen kann, aber wie ich produktiv mit Heterogenität beispielsweise umgehen kann. Das geht dann in der Debatte so fließend verloren. Also das ist beispielsweise auch, wenn wir in unserem Projekt beispielsweise in MINT.NET drüber diskutieren, da müssen wir auch regelmäßig immer wieder, ah ja, wir möchten aber beides adressieren und insbesondere auch das fachliche Lernen. Und das ist nicht trivial und auch schwierig und auch für Lehrkräfte. Also wenn ich da jetzt so sehe, wie unsere Lehrkräfte da, wir haben das ja in Co-Konstruktion zu Unterrichtseinheiten von Ethik bis zu Physik sozusagen entwickelt. Und das war überhaupt nicht trivial, das in Unterrichtseinheiten über 4 Wochen zu gießen. Und das ist hochkomplex. Und da braucht es aber Fortbildungen exzessiv dazu. Die, also es gibt viele für KI, würde ich jetzt sagen. Also auch wenn man bei den Landesinstituten so schaut, da gibt es viel zu KI, aber den Connex zu schließen auf Unterrichtsqualität oder was Nele, du angesprochen hast, vielleicht neuere Lernformen zu überdenken, da hört's noch auf. Okay. Ich glaube, die Büchse der Pandora ist offen, ja. Aber wir müssen es jetzt quasi in eine positive Richtung drehen. Also der Zweck der Übung fällt sozusagen eigentlich manchmal ein bisschen runter, weil doch sehr stark technologiegetrieben einfach dann das Stichwort KI im Mittelpunkt steht. Also das zieht sich so ein bisschen fast schon durch die Diskussion, ja. Ich sehe schon zwei Hände. Till, magst du noch kurz ergänzen? Und dann würde ich mal Nele gleich einladen, uns auch mal ein bisschen aus der Praxis und auch von ihren Erkenntnissen, den Materialien, die sie zusammengestellt hat, so ein bisschen aus der Schulpraxis zu berichten. Aber ergänz gerne noch, Till. Nur eine ganz kleine Ergänzung, oder ich weiß nicht, also weil du, Andi, meintest, individualisierter Unterricht, adaptiver Unterricht, so Unterscheidung. Für mich klang das ein bisschen so auf Sichtstruktur auch, aber wir reden ja oft über auch Tiefenstrukturen von Unterricht und irgendwie finde ich so adaptiver Unterricht könnte man irgendwie auch vielleicht als Prinzip verstehen, die unterschiedliche Tiefendimensionen zusammenzudenken. Ne? Also gerade, wenn man an Feedback, an Scaffolding denkt, an Klassenmanagement, Aktivitäten, an konstruktive Unterstützung, da geht viel zusammen, wo wir schon wissen, dass das lernwirksam ist und was aufgeht in diesem Prinzip vielleicht auch dann. Nur als kurzes Zeit. Ja, nee, vielen Dank für die Ergänzung. Ist ja auch spannend, irgendwie mal diese begriffliche Ebene an der Stelle auszuleuchten. Lass uns tiefer eintauchen in Wunsch und Wirklichkeit in Deutschland. Und Nele, du hast, ich habe es vorhin schon erwähnt, Erkundungsmaterial zur Nutzung von KI-Technologie zusammengestellt mit Blick auf die Gestaltung von Lernangeboten. Und vielleicht magst du uns so einen kleinen Einblick darin geben, wo sind da die Einsatzmöglichkeiten, die auch schon genutzt werden und wo sind auch die Lücken, du hast es ja in deinem Eingangsstatement auch schon so ein bisschen angerissen, die sich's lohnt, da vertieft zu füllen.
Ja, ich glaube, das habe ich vorher schon so grob als eine Orientierung gesagt, dass wir, glaube ich, dieses Werkzeug Perspektive, Lerngegenstand Perspektive und dann eben auch Lernkultur Perspektive haben. Und ich würde gerne nochmal an der dritten Stelle ansetzen, weil ich glaube, das ist tatsächlich der Kern, dass wir uns fragen, wo wollen wir überhaupt hin? Und ich habe auf meinem Schreibtisch hier gerade nochmal liegen, das werden viele hier kennen, dieses schöne Future Skills Buch, ne? Also Zukunftskompetenzen. Und wenn man das durchblättert, also es ist eine Zusammenstellung von Kompetenzen, von denen man sagt, die werden in der heutigen Gesellschaft gebraucht. Und da sind eben solche Sachen drin wie Zusammenarbeit, Begeisterung, Empathie, Perspektivenvielfalt. Also alle solche Punkte sind da drin. Da steht natürlich nicht sowas drin wie schreibe ich kluge Prompts oder irgendwas in so einer Form. Wäre ja auch komisch, sowas da reinzusetzen. Aber was ich mir so ein bisschen die Frage stelle, ist, wenn wir das ernst nehmen, dass wir eigentlich sagen, in einer digitalisierten, in einer vernetzten Gesellschaft, jetzt auch in einer KI-geprägten Gesellschaft, sind eben genau solche Kompetenzen wichtig. Dann glaube ich, müssen wir gleichzeitig diesen Schritt machen, dass wir sagen, aktuell bilden wir in unserem Bildungssystem nicht für solche Kompetenzen aus, ermächtigen wir Lernende nicht dazu, solche Kompetenzen zu entwickeln. Und meine große Sorge ein bisschen mit dieser KI-Debatte ist eben einfach, dass wir jetzt so ein Tool damit reinnehmen, aber mit diesem Tool im Kern eigentlich nur das verfestigen, was wir vorher gemacht haben. Na, das ist schon ein bisschen fast wie so ein Meme, dass es das gibt im Internet, dass man sagt, wenn wir einen Scheißprozess digitalisieren, haben wir einen digitalisierten Scheißprozess. Genauso ist es aber auch bei KI, wenn wir im Kern veraltetes Bildungssystem, was eben nicht solche Kompetenzen im Blick hat, die eigentlich wirklich gebraucht werden. Wenn wir das jetzt ein bisschen mit KI aufpeppen, dann haben wir halt ein veraltetes Bildungssystem, was mit KI aufgepeppt ist. Aber damit ist das Bildungssystem noch nicht automatisch besser geworden. Und das finde ich vor allen Dingen spannend, wenn wir uns dann diese Debatte um adaptives Lernen angucken, gerade weil ich da wirklich so viel Potenzial sehe in dem Sinne, dass wir endlich wegkommen, was ja vor allen Dingen in Deutschland fast schon so ein Credo ist, alle das Gleiche zur gleichen Zeit, ne, dass wir da endlich so ein bisschen wegkommen und das schaffen, dass wir tatsächlich gucken, von den Lernenden ausgehend Sachen zu machen. Aber da stellt sich für mich halt die große Frage, spielen wir uns da nicht nur irgendwas vor, oder ist es tatsächlich so, dass wir diese Lernendenorientierung ernst nehmen? Und ich habe gestern in Vorbereitung von dem Talk heute nochmal, ist mir eine Erzählung von Célestin Freinet in die Hände gefallen. Das war ein Reformpädagoge im letzten Jahrhundert. Und der hat die Geschichte geschrieben, Adler steigen keine Treppen. Kennt vielleicht auch die eine oder andere Person hier. Und diese Geschichte ist die Geschichte von einem Pädagogen, der eine Treppe des Wissens baut, so die Kinder hochsteigen sollen. Und die Treppe baut der total klug. Also die Treppenstufen sind genauso groß, wie die Kinderbeine groß sind und es gibt ein Geländer zum Ausruhen und so weiter und so fort. Und solange der Pädagoge die Kinder beaufsichtigt, steigen die auch brav so die Treppe hoch. Aber kaum guckt er weg, fangen die an rumzuhüpfen, rückwärts zu laufen und dann schließlich auch rauszugehen aus der ganzen Treppe, finden rückwärts am Haus eine Regenrinne, klettern hoch und rutschen dann runter, so. Und der Pädagoge verflucht die Kinder und Freinet sagt eben, lieber Pädagoge, du solltest nicht die Kinder verfluchen, sondern die Treppe verfluchen. Und wenn ich mir diese ganze adaptive Debatte ein bisschen angucke, dann habe ich so ein bisschen die Sorge, dass wir eigentlich also noch sorgsamere Pädagoginnen und Pädagogen werden und jetzt sogar intelligente Treppen bauen, weil wir sagen, die Treppenstufen können sich sogar anpassen, wenn ein Kind erschöpft ist oder nicht. Man kann einen individualisierten Tutorial abrufen, was man vielleicht braucht. Aber vergessen wir nicht, obwohl wir das in unserer Rhetorik immer drin haben und das betonen, wie wichtig das ist, dass wir wirklich ernsthaft eine Lernendenorientierung hinkriegen. Also, dass wir sagen, nicht die Kinder verfluchen, sondern sagen, toll, dass ihr die Regenrinne sucht. Wie kann ich euch dabei unterstützen und euch dabei voranbringen? Also, das ist für mich das große, die große Herausforderung, vor der wir eigentlich stehen, wie wir Lernendenorientierung ernst nehmen und eben nicht, adaptives Lernen im Kern doch einfach als eine Instruktion gestalten. Und es ist dann eben eigentlich nicht adaptives Lernen, sondern adaptives Lehren. Ja, spannend. Danke für das tolle Bild, was du mit uns geteilt hast und das Ganze auch wirklich in etwas größeren Rahmen setzt. Ich würde dann vielleicht wirklich jetzt gerade mal das aufgreifen, gerade mit Blick auf die aktuelle jetzt Debatte, die wir wieder seit spätestens Dienstag haben mit der PISA-Veröffentlichung, wo uns ja jetzt auch wieder
deutlich wurde, übrigens natürlich auch ganz im globalen Maßstab kein allein deutsches Problem, dass eben die Leistungsstärke der Schulsysteme erheblich nachgelassen hat. Wir sind in Deutschland im Ergebnis weit hinter dem damals großen PISA-Schock-Ergebnis jetzt gelandet. Das hat alles auch Gründe, die nachvollziehbar sind, hat jetzt in der Fachcommunity, glaube ich, auch groß niemanden überrascht. Gleichzeitig ist auch das Thema Chancengerechtigkeit eins, was weiter uns in Deutschland ganz besonders betrifft. So, mit Blick auf diese Entwicklung, was kann adaptiver Unterricht, was kann KI da helfen oder leitet uns das vielleicht sogar ein bisschen ab von den Kernherausforderungen? Andreas, was ist dein Blick da drauf, gerade mit Blick auf die aktuelle Debatte? Ja, okay. Ja. Wir haben es ja aktuell, also der PISA-Schock, der sitzt tief, also dass diese Kurve auch so drastisch ist, dass so viele Kinder abgehängt werden, das zeigt, jetzt müssen wir dringend etwas tun. Und also ich glaube, ich fand, Nele hat es gut zusammen, ich kann mit KI schlechten Unterricht machen, weil, das wissen wir aus der Forschung auch schon relativ lang, das Medium an sich macht nicht den Unterschied. Es kommt darauf an, was mache ich mit dem Medium im Unterricht? Und wir brauchen eine Debatte dafür, wie kriege ich gerade die auch schwächeren Schülerinnen und Schüler. Wir haben es mit einer stärkeren Heterogenität zu tun. Wir haben immer noch das One-Size-Fits-All. Und da müssen wir eigentlich dringend wegkommen. Vielleicht ist KI ein Stimulator dazu, aber ich glaube, wir brauchen eher einen Schulentwicklungsprozess für Unterrichtsentwicklung, dass wir da gute Konzepte, die es teilweise eben schon gibt. Also wenn man sich beispielsweise, ich denke jetzt gerade an den Deutschen Schulpreis, da gibt es total tolle Projekte, beispielsweise jetzt auch die Schule in Wutöschingen, die Alemannenschule, die haben total interessante Konzepte, wie man einerseits Kinder dazu bringen kann, wieder Lust haben zu lernen, gleichzeitig eben auch irgendwie, aber auch binnendifferenzierter vorzugehen. Und ich glaube, von solchen Schulen müssen wir lernen, dass wir da wieder einen Ticken weiterkommen. Und ich meine, man muss sich auch die Frage stellen, ich meine, wir haben überall noch ein dreigliedriges Schulsystem. Das ist natürlich schon auch die Frage, können wir uns das leisten? In Baden-Württemberg haben wir über 50% mittlerweile eigentlich Kinder und Jugendliche am Gymnasium. Also eigentlich ist überall Heterogenität da. Und da ist schon die Frage, wie kann ich das adäquat adressieren und alle Kinder unterstützen? Till, vielleicht kannst du uns so ein bisschen aus der wissenschaftlichen Erkenntnis einen Einblick darum geben, wo ist die Nutzung und vor allem auch der Nutzen, der empirische von adaptivem Lernen im Unterricht. Was kann man dazu sagen? Geht es da ums rein adaptive, personalisierte Lernen oder gibt es auch jenseits dessen Einsatzbereiche, wo solcher Nutzen schon erkundet ist? Also ich denke, was man gut sieht in vielen Studien, wenn es zum Beispiel um intelligente Tutoring-Systeme oder sowas geht, dass die extrem wirksam sein können, wenn es je nachdem, was das Outcome ist, wenn zum Beispiel um Lernoutcomes geht. Das weiß man ja schon relativ lange, dass sowas gut funktioniert, gut genutzt werden kann. Wo wir, glaube ich, ganz wenig Forschung haben, ist, wenn es jetzt um KI-Anwendungen oder sowas geht, also Performance-Studien zu KI-Anwendungen im Unterricht kommen, glaube ich, jetzt gerade nach und nach raus. Also zumindest ploppen immer mal wieder welche auf. Andi hat schon gesagt, die Qualität ist teilweise, je nachdem, was es so für Studien sind, noch nicht so klasse. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um ChatGPT wieder geht. Wenn es um die Frage geht, zum Beispiel, wenn du sagst, PISA internationale Vergleichsstudien, kann sowas eine Lösung sein oder nicht? Da würde ich sagen, ja und nein auch. Also so wie Andi es auch schon ein bisschen gesagt hat, also ich würde schon sagen, da mehr Chancengerechtigkeit, man könnte da viel tun, man könnte das Potenzial nutzen. Am Anfang, als ChatGPT auch zum Beispiel rauskam, wieder, da dachte ich auch sofort, okay, vielleicht kann es wirklich ein Tool sein, wo sozusagen auch Lernschwächere profitieren können, auch auf Sicht auf Sprache vielleicht, vielleicht nicht mehr, also so, ja, Schwächen ausgeglichen werden können zum Beispiel oder sowas.
Auf der anderen Seite denke ich, wenn gerade leistungsstärkere Schüler werden wissen, wie sie diese Tools intelligent für sich nutzen können und werden stark profitieren. Und ich denke, da müsste man aufpassen, dass die Schere halt nicht noch weiter auseinander geht und dass Strategien zur Nutzung dieser Tools mit von unter anderem Lehrern, Lehrern eben an die Hand gegeben werden für alle Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, da bräuchte es auf jeden Fall auch Forschung so was, wie können solche Strategien aussehen? Ja, zumindest arbeiten wir ein bisschen daran. Andreas, du schaust ja auch sehr stark auf die fachspezifischen Unterrichtsszenarien. Jetzt liegt es ja immer sehr nahe, so für Mathematik, vielleicht auch für Sprachen, also die regelbasierten Fächer. Kannst du uns auch was zu anderen Fächern sagen? Sind es da eher die motivationalen Aspekte, die eine Rolle spielen? Wie sieht es aus jenseits von Mathe und Englisch, um es mal ganz platt zu fragen? Ja, wir haben das ja ich brauche immer ein bisschen Startschwierigkeiten. Wir hatten das ja beispielsweise adaptiven Unterricht in den unterschiedlichen Fächern auch versucht zu implementieren. Und natürlich ist es in Mathe einfacher, weil ich habe unterschiedliche, also gerade auch die fachdidaktische Forschung, weiß man relativ viel beispielsweise zur Komplexität von Aufgaben. Man weiß relativ viel, was weiß ich, Aptitude-Treatment-Interactions, also so, für wen ist welche Art von Didaktik, instruktionalen Methoden wieder gut, weiß man, wird oft auch im Mathebereich oder in Naturwissenschaften gemacht. Wir haben es aber auch beispielsweise mal versucht, eine Unterrichtseinheit zu Kant, kategorischer Imperativ, mit adaptiven Unterrichtselementen zu machen. Und da kommt man ja mit geschlossenen Fragen beispielsweise nicht so weit. Und da hatten wir sehr stark einfach Self-Assessment von Schülerinnen und Schülern mit Kategorien, also mit Rubriken, die die bekommen haben. Weil einerseits hilft es den Schülerinnen und Schülern, sich selber besser zu bewerten und lernen dadurch vielleicht, ah, okay, beim nächsten Mal muss ich vielleicht das oder das verbessern, und haben das für die Differenzierungswege genommen. Also ich glaube, wir müssen auch bei adaptiven Unterricht ein bisschen weg von diesem, die Lehrkraft oder eine Technologie hat verschiedene Aufgaben und die werden dann jemandem zugewiesen, der wird bearbeitet, dann geht man wieder hin, guckt, Haken dran oder nicht, nächstes Level, sondern stärker auch so die Agency der Schülerinnen und Schüler sozusagen mit aufzunehmen. Und das kann ja durchaus gewinnbringend sein. Also aus der Peer-Feedback-Forschung weiß man eigentlich recht gut, dass wenn Kinder und Jugendliche, aber auch Studierende adäquat trainiert werden, dass sie oft genauso gute Urteile bilden können wie ExpertInnen aus dem Bereich. Ich würde da noch mal einmal reingrätschen, weil wir jetzt tatsächlich uns gerade ja schon direkt auf Fächer beziehen und überlegen, wie kann adaptives Lernen in unterschiedlichen Fächern gestaltet sein. Und das ist das, was ich vorher meinte, dass ich die große Sorge habe, dass wir mit dieser Technologie jetzt eigentlich das Bestehende zementieren. Weil wenn ich vorher gesagt habe, das eine, was wir tatsächlich durchsetzen müssen, ist, dass wir im Kern zu einer Lernendenorientierung kommen, dann ist das nächste, was mindestens ebenso wichtig dazu gehört, dass wir uns überlegen, wie viel Sinn macht eigentlich diese Fächerdifferenzierung, die wir haben. Und ich glaube, wir sind uns im Kern einig, dass unsere Gesellschaft eine komplexe Gesellschaft ist und dass ein wesentliches Lernziel der Umgang mit Komplexität ist. Und wenn wir jetzt anfangen zu sagen, wie bauen wir unser adaptives Lehrsystem für Geschichte und für Mathe und für Englisch, so, dann habe ich eher die Sorge, dass wir genau in diesen Fächersilos stecken bleiben und gerade die größere Frage nicht aufrufen. Also fragen, wie kriegen wir das denn hin, dass wir tatsächlich einen Umgang mit Komplexität erlernen. Und ich bin mir völlig bewusst, dass es total schwierig ist. Wir haben gerade eben PISA genannt, ne? Ralf, hast du angesprochen, wie ist das? Wir haben einen Großteil der Kinder und Jugendlichen, die, wo wir sagen müssen, oh Gott, wir kriegen das nicht mal hin in unserem Bildungssystem, dass die vernünftig lesen, schreiben, rechnen können. So. Aber ich glaube, gerade weil das so weit gegen die Wand gefahren ist und wirklich so kaputt ist, ist eigentlich jetzt die beste Möglichkeit zu sagen, dann lasst uns das eingestehen und dann lasst uns tatsächlich grundlegend neu und anders denken. Also mein Bild ist so ein bisschen diese Bewegung durch KI, die jetzt kommt. Das können wir Bewegung für so einen Zementmischer nutzen. Das bringen wir zur Rotation. Dann kommt da so eine klebrige Paste drauf. Da können wir vielleicht ein paar Ergänzungen dran machen, aber im Kern nur ausbessern. Oder wir können Komposterde umschichten und dann fruchtbaren Boden kriegen und da kann was Neues draus wachsen. Und ich würde ganz stark dafür plädieren, diese zweite Perspektive zu machen. Aber da bräuchten wir halt erstmal Mut, um wirklich neu zu denken.
und eben nicht gleich ins Bestehende wieder reinzugehen und dann eben mit der Technologie das zu machen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Intervention und uns auch nochmal zurück zur Raison zu rufen, sozusagen nicht das Bestehende jetzt zu digitalisieren oder zu KI-isieren. Aber ich möchte mal ein bisschen kritisch nochmal nachhaken. Was muss denn jetzt passieren? Also ist jetzt nicht auch die große Herausforderung die Frage, wenn alle nicht lesen, schreiben, rechnen können, dass wir jetzt irgendwie alle nur über Basiskompetenzen diskutieren und eben nicht über Zukunftskompetenzen, nicht über die auch die Potenziale, die eben der Umgang und die Nutzung von Digitalität für schulische Lernprozesse hat. Was muss denn passieren, damit wir genau nicht in diese Falle tappen, jetzt irgendwie nur noch über Lesen, Schreiben, Rechnen zu sprechen? Die Sorge haben, glaube ich, gerade viele. Andreas hat dazu eine Meinung. Magst du zuerst einen? Ja, ich frage mich da immer, also in meiner Wahrnehmung gibt es immer so zwei verschiedene Lager. Es gibt so die Future-Skill-Lager und es gibt die Basiskompetenzen-Lager. Und ehrlich gesagt, ich wäre da eher dafür, ohne Basiskompetenzen kann ich auch keine Future Skill. Wenn ich nicht lesen kann, kann ich auch nicht kritisch reflexiv im Netz Fake News identifizieren. Und es ist eher ein Miteinander als ein Gegeneinander. Und es kommt drauf an, ab wann ich das einfach machen kann. Also ich glaube, wenn höheren Schulklassen etc. ist das total wichtig. Aber ich glaube, wenn wir jetzt an Grundschule denken, wo wir so viele Kinder jetzt wahrscheinlich, also ich denke nur an die Igloo-Studie, aber auch die PISA-Ergebnisse sind ja jetzt nicht ein Ergebnis von wahrscheinlich der Sekundarstufe, sondern weil in der Primarstufe wir viele Kinder einfach schon verloren haben. Und wir müssen beides gleichermaßen adressieren. Und ich würde es nicht gegeneinander sozusagen eigentlich, oder ich würde mir wünschen, dass die beiden Communities nicht gegeneinander immer agieren, sondern dass man eigentlich integriert. Wir müssen jetzt zusammenhalten, um ehrlich zu sein, und hier Konzepte schaffen, wie man aus so einer Misere wieder rauskommen kann. Da haben wir auch schon das schöne Konzept eigentlich von dem Deeper Learning, ist ja gerade da das große Versprechen, ne, dass wir eigentlich Instruktion und Konstruktion versuchen, miteinander zu verbinden. Also das sind, glaube ich, auch hoffnungsvolle Ansätze. Also da bin ich sehr bei dir, dass so ein Entweder-Oder nicht so viel weiterhilft, sondern wir eher zum Sowohl-als-auch kommen müssen. Ich glaube aber durchaus schon, dass wir gerade auch in der Grundschule Kinder schon deshalb verlieren, weil die eben einfach in einem klassischen Unterricht verloren gehen. Und ich glaube, auch mit Grundschulkindern kann man Basiskompetenzen entwickeln aus einer intrinsischen Motivation raus, weil man sagt, ha, ich habe jetzt auch hier schon in Klasse 2, was dann keine Klasse mehr ist, sondern meine Lerngruppe, mein Forschungsprojekt, was ich machen will. Also ich glaube auch, jüngere Kinder kann und sollte man ernst nehmen und da auch eine Lernendenorientierung umsetzen. Aber ich glaube, wir sind uns im Kern einig. Die Basiskompetenzen braucht es trotzdem. Die Sorge, die ich habe, ist eben einfach nur, wenn wir uns, also die Tendenz geht sehr schnell darin, dass die Orientierung allein darauf geht und dann bleibt alles beim Bestehenden und wir vergessen eigentlich den Rest. Ja. Und wir nehmen einfach mal mit, das ist es kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl als auch. Vielleicht ist es ja auch ein Mittel zum Zweck, ja. Also vielleicht kann man ja auch die Digitalität nutzen, um die Basiskompetenzen zu stärken und auf diese Weise sozusagen dann beides zu verbinden, nicht nur rhetorisch, sondern auch wirklich in der Umsetzung. Die Zeit schreitet schon so ein bisschen voran. Ich will mal auf den einen Punkt noch im Chat kurz eingehen, wo nach dem Projekt der Kultusministerkonferenz oder einiger Länder auch gefragt worden ist, dieses ITS, also intelligente tutorielle Systeme, wo jetzt ja auch sehr viel Geld in so eine Ausschreibung gepackt worden ist. Ich will es einfach nur ganz transparent teilen. Wir haben im Vorgespräch kurz uns darüber verständigt, ob jemand dazu was sagen kann und was weiß, und wird einfach nur transparent mit allen teilen. Das Problem dieses Projekts scheint so ein bisschen zu sein, dass man relativ wenig darüber weiß. Und auch da wahrscheinlich einfach so ein gewisses Transparenzherausforderung gerade steht. Manches ist da auch noch am Anfang, aber wir haben im Vorgespräch festgestellt, wir hätten darüber eigentlich auch gerne ein bisschen gesprochen. Wir wissen aber so wenig darüber, dass wir es deshalb hier jetzt nicht tun. Aber es wurde ja auch ein Link geteilt zur weiteren Recherche. Ich würde gern die Verbleibenden, jetzt sind es auch nur noch so 10 Minuten etwa,
Und zumindest 6, 7 davon nochmal nutzen, um in die Lehrkräfte also das Thema Lehrkräfte nochmal ganz besonders in den Fokus zu nehmen. Denn da stellt sich ja auch ein Kompetenzthema. Till, vielleicht magst du uns so einen kleinen Eindruck davon geben, welche zusätzlichen Kompetenzen brauchen denn jetzt auch Lehrkräfte, um für das Lernen mit und wahrscheinlich auch über KI und wie können wir es schaffen, dass die dann auch entsprechend in der Lehrerbildung vermittelt werden, auch natürlich in der Aus- und Fortbildung? Also vielleicht erstmal vorweg, ich habe tatsächlich heute durch Zufall einfach wieder aufgepoppt. Social Media werden mir immer so schöne Paper, die neu erscheinen, aufgezeigt. Und tatsächlich habe ich eine Studie gesehen, die mir angezeigt wurde über den Fortbildungsbedarf von Lehrkräften, der an so ungefähr 3000 Lehrkräfte, die da in der Studie eingeflossen sind, an Schulen an herausfordernden Lagen. Und die wurden zum Beispiel nach ihrem subjektiv wahrgenommenen Fortbildungsbedarf gefragt. Und da war tatsächlich Heterogenität ein großes Thema, aber auch Einsatz digitaler Medien im Unterricht, das wäre dann wieder wahrscheinlich nicht im Sinne, wie Nele das hier steht, aber tatsächlich, sagen wir mal, zumindest war das in dieser Studie Thema. Das heißt, also der Bedarf, wenn man dieses beides zusammendenkt, scheint enorm zu sein. Welche zusätzlichen Facetten da eingebracht werden müssen? Ich meine, wir arbeiten oft mit vielleicht Kompetenzmodellen oder Wissensfacettenmodellen, die wir adressieren, die zusammengedacht werden sollten wahrscheinlich. Da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, was da im Detail im Fokus steht. Ein Aspekt zum Beispiel, den wir stark machen, ist auf technologisch-pädagogisches Wissen, also die Verbindung von, man muss irgendwie eine Art Grundverständnis der Technik haben, also was auch immer die Technik ist, vielleicht KI, aber auch das pädagogisch-psychologische Wissen da einzubringen und diese beiden Sinnstiften zu verknüpfen, um eben guten Unterricht, und dann müssen wir überlegen, was guten Unterricht, wir verstehen darunter oft lernwirksamen Unterricht, aber das kann man noch anders definieren, vielleicht zu gestalten. Es ist die Frage, ob man davon ausgehen kann, das, was Business-as-usual-Fortbildung bisher machen, viel Technologie, einfach Tools durchjagen und wie kann ich die bedienen, ob das ausreicht, wenn man sagt, okay, ja, Lehrer und Lehrer haben ja irgendwie pädagogisch-psychologisches Wissen, dann müssen die es nur zusammenbringen und dann wird schon was Gutes passieren, dass das vielleicht eine naive Vorstellung ist, sondern dass man solche Kompetenzen auch direkt fördern sollte in Fortbildung, also auch direkt adressieren. Das versuchen wir zum Beispiel in unseren Fortbildungen auch zu machen, also diese Aspekte gezielt zu adressieren. Und was ich letzte Woche auf einer Konferenz gesehen habe, war auch ganz spannend, dass auch neue Testinstrumente zum Beispiel zur AI-Literacy und sowas erstellt werden, wo man mal anfangen kann, das auch zu erfassen, wirklich empirisch, und solche Dinge zu adressieren. Dann, ja. Nele, wie siehst du das? Also gerade auch mit Blick auf die Frage KI als Lerngegenstand und gar nicht nur als Lerninstrument. Ja, ich glaube, also Lehrkräfte sind da natürlich ganz klar auch Teil von der Gesellschaft und ich glaube, wir haben einfach gesamtgesellschaftlich da einen riesen Nachholbedarf, um überhaupt zu verstehen, was ist denn da KI und wie funktioniert das? An der Schule haben wir tatsächlich noch das große zusätzliche Problem, dass so viele Menschen einfach ausgebrannt sind. Ich glaube, Steffen hat natürlich gerade eben in den Chat geschrieben, es gibt auch die Fraktion, die sagt, ich habe das schon immer so gemacht, da mache ich weiter das so. Das ist das eine Problem, aber ich sehe das größte Problem tatsächlich auch in sehr vielen, die es ja gibt, sehr, sehr engagierten Lehrkräften, die wirklich versuchen, Sachen voranzubringen, die Sachen verändern wollen so und einfach an ihre Grenzen stoßen, weil es so mit Herausforderungen voll ist, weil die Zeit so knapp ist. Und was wir, glaube ich, im Kern viel, viel mehr brauchten, um solche Kompetenzen dann auch zu entwickeln, wäre eine Erlaubnis, gemeinsam und kollaborativ auch ausprobieren zu können und erkunden zu können, da die positive Fehlerkultur dabei zu haben, sich einfach als ein Kollegium oder auch drüber raus zusammensetzen zu können und zu sagen, lasst uns mal überlegen, was können wir damit machen, lasst uns überhaupt mal ausprobieren, was können denn diese Sachen. Und das große Problem ist einfach, weil das alles so auf Kante gestrickt ist, so fehlt es so massiv an Zeit und ich kann das total verstehen, wenn ich an Schulen komme und von den Lehrkräften höre, Gott, was willst denn du jetzt da auch noch so? Und gleichzeitig ist es eben so, also so schlimm,
dass dieser Raum dafür nicht da ist, weil wir eigentlich diesen Raum gerade so dringend bräuchten. Aber im Kern ist es wirklich ein Plädoyer. Wir bräuchten mehr Räume auch für kollaborativen Austausch. Und das heißt im Kern einfach mehr Zeit und das heißt im Kern mehr Geld für die Bildung, damit wir da überhaupt wieder in irgendeiner Form vorankommen. Vielleicht, Andreas, kannst du uns noch einen kleinen Eindruck aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital geben, wo es ja eben auch genau darum geht, eben auch die Lehrkräftebildung zu adressieren und zu verändern. Was ist dein Eindruck? Wo stehen wir da jetzt? Was muss da von wem getan werden? Ja, also ich gleich kommt sie wieder. Jetzt ist sie da. Nee, doch jetzt. Ich glaube, nee, komm nicht mehr. Ich glaube, wir haben einen immensen Bedarf eigentlich an Fortbildungen und ich glaube, Lernen Digital hat da auch ein extremes Potenzial. Wir müssen halt jetzt nur gucken, weil das ist ja echt auf Kante gestrickt, weil die Fortbildungen 2,5 Jahre dauern. Okay, wir wollen dich nicht mehr weiter quälen, glaube ich. Genau, aber, dass wir das schaffen. Ja, wir können auf jeden Fall vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, können wir vielleicht auch gleich nochmal im Chat teilen, dass wir von dem großen Auftakttreffen, dem Kickoff, der jetzt vor 2 Wochen stattgefunden hat. Da kommt jetzt noch eine Dokumentation, wo man sich dann auch wirklich genau anschauen kann, was ist da alles passiert. Und wir hatten den Eindruck, dass die Vertreterinnen aus den 200 Projekten, die da zusammengekommen sind, wirklich auch diese Zeit dort gut nutzen konnten, um wirklich diesen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis jetzt zu vertiefen. Und wir hoffen alle, dass wirklich daraus dann auch echte Impulse, Lernmaterialien, auch Fortbildungskonzepte eben insbesondere jetzt bald erwachsen. Auch wenn der Zeitdruck hoch ist, vielleicht ist an der Stelle ja ganz gut, dass der Zeitdruck auch mal ein bisschen hoch ist, weil dann auch schnell hoffentlich nutzbare Ergebnisse rauskommen. Vielleicht noch, ja, nur eins, weil ich gerade im Chat lese, also diese Belastung der Lehrerinnen und Lehrer sozusagen und sich auch Zeit nehmen für Fortbildung zu können. Vielleicht auch ein Eindruck wieder aus eHDEPT, weil ich das auch recht spannend war. Das hatte ich ja eigentlich erst gesagt, dass sie sich gekümmert haben, wie sieht der Alltag von Lehrern aus zum Beispiel. Und was die auch geschaffen haben, ist Zeit für Fortbildung, die eingeplant ist sozusagen wöchentlich, aber auch aufs Jahr gesehen sozusagen, die Zeit zu haben, sich regelmäßig auch auszutauschen innerhalb von der Schule, aber auch sozusagen, und zwar nicht on top zum Unterrichten oder den anderen Aufgaben, die man alle hat, sondern explizit für Fortbildung zum Beispiel. Ne? Und dass das sozusagen Geld in die Hand genommen wurde, um dann Unterricht auch zu kompensieren zu können. Sowas. Also Maßnahmen einfach, dass das nicht on top kommt und Lehrer ja dann das aussuchen, wo sie Vorwissen haben, schon Interessen haben, sondern dass es so auch so eine Art Educative, also eine Bildungsfunktion auch einnimmt, Fortbildung wirklich. Ja, wir kommen langsam schon so zum Ende unseres Community Calls. Zeit ist wieder wahnsinnig schnell rumgegangen. Ich will vielleicht, Andreas, wir würden dich jetzt schonen, aber Nele und Till, zumindest so, wenn ihr so 30 Sekunden habt und sagt, wo stehen wir in 5 Jahren? Was ist eure Wunschvision? Hier habt ihr einfach jetzt nochmal 30 Sekunden jeder für einen kurzen Blick in die Glaskugel. Nele, magst du anfangen? Ich glaube, ich brauche gar nicht 30 Sekunden. Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt, wenn wir anfangen, uns auf den Weg zu machen und zu einer grundsätzlich anderen Schule, zu einer grundsätzlich anderen Bildung, dass wir dann in 5 Jahren auf jeden Fall schon ein gutes Stück des Weges zurückgelegt haben. Das würde mich sehr freuen. Till, was ist dein Blick in die Glaskugel? Ja, Glaskugel trifft es. Ich glaube, also, dass sich so viel gerade tut und so viel verändert, das ist super schwierig, abzuschätzen, was passiert, glaube ich. Aber was so ein bisschen Wunsch wäre, wäre so, ich glaube, so Offenheit, Mut und Wille, was zu tun von allen Akteuren, die da beteiligt sind. Das finde ich cool, wenn man, wie Andi es auch meinte, wenn das zusammengeht oder irgendwie du, Mädels, es auch meintest, dass man da zusammen anpackt und das ernst gemeint ist, dass sich da was tut. Ja, ganz herzlichen Dank für den hoffnungsvollen Ausblick, den ihr uns jetzt noch gegeben habt, tatsächlich in 30 Sekunden. Ich danke auch allen, die sich beteiligt haben an dem Community-Chat mit den ganz vielen Hinweisen auch, gar nicht mal nur so Fragen, sondern wirklich auch dem Teilen von Projekten, von Eindrücken. Und der Chat hat, glaube ich, da sehr uns geholfen, auch nochmal neue Aspekte
aufzurufen und mit allen zu teilen, denn diese Kultur des Teilens ist ja auch das, was diese Community Calls hier ganz besonders ausmachen soll. Also in diesem Sinne vielen Dank an alle. Es geht weiter im Februar mit den Community Calls. Um auf dem Laufenden zu bleiben, meldet euch gerne für den Newsletter des Forums an oder schaut auch auf der Webseite oder den Social Media Kanälen des Kompetenzverbunds Lernen Digital vorbei. Auch die sind jederzeit dann mit neuen Informationen bestückt und auch das teilen wir ganz bestimmt noch im Chat, wo ihr auch anmelden könnt, dann insbesondere für den Newsletter. Also ganz herzlichen Dank für die rege Teilnahme und allen einen schönen Abend und eine wunderbare, lichtvolle Adventszeit.